Oh Jesus. So, schon mal mental darauf vorbereiten, was hier gleich abgehen wird. Vielleicht sollte ich mir vorher Katzenbabys angucken. Hallo Survive. Heute gibt's aber kein Overwatch. Leider nicht. Leider nicht, muss ich gestehen. Aber ja. Aber hey, wie geht's dir? Was geht ab? Alles fit? Du darfst bei mir keine Cups schreiben. Der Nightbot, der ist. You don't learn. Warte mal, ich versuche dir mal einzustellen, dass der nicht so heftig drauf ist. Das kann ich ja alles noch machen hier nebenbei. Schubidubidu, schubidu. Vielleicht kommen mir noch ein paar Leute. So, wo ist denn hier mein Spam Protection? Access Caps, yep. Einstellungen. Ich stelle es mal ein bisschen hoch. Dann sollte er theoretisch nicht ausrasten. Ah. Warte, Busch, ich muss mal kurz. Ich muss den mal kurz rausschmeißen, den Nightbot. Ich will ihn gleich wieder rein, dann darfst du noch mal testen. So, jetzt ist er raus, theoretisch. Jetzt geht er wieder rein. Genau, rumschreien ist nicht erwünscht. Hey Gnarg, Darling, how are you? Welcome, welcome. Aber ja, das wird toll. Nein, wird's nicht. Besonders, ich habe Sachen eingestellt, die nicht gut sind. Aber wir werden sehen. Zumindest habe ich Cola. Hey. Yeah, Darling. Oh. Gibt kein. Oh, okay. Timeout. Es hat jemand einen Timeout gekriegt. Das ist doch bestimmt der. Ja. Dombusch. Timed out for 5 seconds. I love it. Das ist geil. So. Bushi-Line, kannst du nochmal kapsen? Also weniger als 30 Cups. Zeichen Cups. Wenn es geht. So. Sonst rastet er nämlich wieder aus. Oh, schubidu, du, 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 du,
Okay, scheint zu funktionieren. Läuft. So, Freunde der Sonne. Wo ist denn das Spiel? Na, ich habe noch 3 Minuten. Genau, Knack. So, das mach ich zu, das mach ich auch zu. Vielleicht kommt Pippi ja später noch, wenn er es mitkriegt, dass ich streame. Immer wieder schön. Du musst nett zu dem Mod sein. Der Knage, Alter. Immer wieder geil. So, Freunde der Sonne. Wo ist denn das Spiel hier? Wo hab ich denn das hingetan? Ah, hier ist es. Ich habe so viel Spiel gerade installiert, ist nicht gut. So viel Scheiß, was hier rumliegt. Ich hatte heute übrigens meinen Englisch-Vortrag. Ich war erstaunlich gut. Aber ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Vielleicht sollte ich euch beiden Modrechte geben und dann könnt ihr euch gegenseitig timeouten. Wie wär's damit? Ich glaube, da ist nur noch Chaos im Chat. So, Spiel, starte bitte nicht. Dann kann ich vorgehen. This May Vortrag, English is not so well. My English is not the yellow from the egg. But I will try very hard. Nein, ich habe ein sehr schönes Hochdeutsch-Englisch hingelegt und habe eine 1,3 bekommen. Oh, ich strebe. So. Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich höre das Spiel richtig laut. Also richtig, richtig laut. Und ich werde mir das jetzt ein bisschen leiser machen, weil das geht nicht. Hier, mach das mal leiser. Also ist besser. So ist besser. So läuft's. Sprache Deutsch, yes. Was ist denn ein Headbob? Also ich muss noch mal kurz was einstellen. Wartet mal. Freunde der Sonne. Währenddessen können wir uns das Gedudel hier anhören. Wo ist denn mein Twitch-Alert? Hier ist es. Vielleicht sollte ich doch einen anderen Sound machen. Ach, naja, scheiß drauf. So. Gucken wir uns den Spaß an. Ich muss gerade mal gucken, wo ich den Chat hinpacke. Das ist ja ein bisschen scheiße. Ach so, I understand. Something. So, let's go. Probably deserve it. But even for you, there is still a way. A way to bring it all back. The one precious thing you ever truly desired.
finish it. Okay. Every portrait that is painted with feeling is a portrait of the artist, not of the sitter. Oscar Wilde. I'm not a fan of the graphics. No, no. Oh Gott. Oh, Alter. Ich hab doch das verkackte V-Sync an. Warum kackt denn das hier so rum? Seht ihr das? Ne, ihr seht das gar nicht. Ne, das ist ja klasse. Hi, Dark. Welcome. Ja, Puss, ich freu mich schon. Voll geil, Mann. Voll geil. Voll geil. I would like to leave. Oh, ja. Oh, no. No. Hey, das ist ein Dog-Dings. Wie heißt der? Oh Gott, jetzt habe ich das so umgedreht, dass ich das nicht lesen kann. Was steht denn hier? Long. Irgendwas. Mul. Ave. 7C. Pop. Popkill? Popkill. Pop. Popkill? Warum heißt der Hund Popkill? Ich sollte Kerzen aufstellen. Ne, ich kann gerne das Licht ausmachen, aber dann seht ihr mich nicht mehr. Also, es ist halt, dann seht ihr mich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Das wird doch nicht mein neues Halsband schlupfshackt. Ich mache das Licht wieder an. Dann seht, wie gesagt, ihr seht mich halt einfach nicht. Und das ist ja Bullshit. Nee, halt, stopp. Ja, sag ich doch. Ah. Ja, also der heißt irgendwie Popkill, der Hund. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oh, I don't like it. Da hat jemand ein Alkoholproblem, offenbar. Hier kann man aber echt alles aufmachen, ne? Na gut, fast alles. Third you be all night, so I made you a little threat, you know, I bet even Rembrandt. Oh, Rembrandt! Sehr guter Künstler. Rembrandt occasionally took time off from being brilliant and thus snuffed his head off like the rest of us common folk, I know. In other words, get some sleep, you big dummy, I love you. Ah, das kann man auch auf Deutsch nehmen, ja, geil. Die ganze Nacht, was bei, ich habe dir keine kleine Eckerei gemacht, weißt du, ich werde es selbst Rembrandt hat ab und zu eine Pause vom Brillantsein gemacht, wie der Rest von uns gewünschten Pack einfach geschnarcht. Ich weiß schon, japs, in anderen Worten, geh endlich mal schlafen, du Trottel, ich liebe dich. Goldrosa gebranntes Umbra und Sienne. 25 Pinsel, Lufterfrischer 50, Äpfel 10 Kilo und 30 Mal Schnaps. Ein glorreicher Zettel. Paprika. Natürlich ist der Schlüppi noch nicht voll. Ich erkunde hier gerade noch die Küche. Aha. Ah, ein Lichtschalter. Oh, convenient. Paprika. Der hat aber viel Paprika. Oregano. Oh. Kreml. Okay. Um.
Wir hatten jetzt... You don't do that, no. Warte mal. Wo ist denn der Lichtschalter am Bad? Das ist ja beschissen. Aber ein bisschen Licht anmachen hier, ich sehe nicht. Antüchers. Hier bin ich. So. Ja, immer schön das Ding runter. Gibt offenbar kein Wasser mehr. Okay. So. Es tut mir leid wegen gestern, du hattest recht, ich habe überregelt, es ist nur so. Es geht nicht um mich, es geht um sie. Alles, was ich mache, mache ich mit ihrem besten Interesse im Hinterkopf. Ich habe ihnen geglaubt, dass es in einer imperfekten Welt einen Wert hat, nach Perfektion zu streben. Ach, jetzt fange ich an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde noch an meinem Temperament arbeiten, versprochen. Wir reden später weiter. Ich liebe dich. Okay, that's good. Also, wir haben irgendwie eine Familie oder so. Warum ist das zu? Wieso ist das so? Oh Gott. Licht! Ah! Ah, lalal! Okay, Mäusefallen. Da sind aber sehr viele Mäusefallen hier drin, ne? Little Winnie und Partner, haben Sie ein Rattenproblem? Rufen Sie uns an und vergessen Sie. Ist schnell, effizient und diskret. Okay. So. Wollen wir mal hochgehen? Oh ja. Ach, wie schön. Okay. Ah ja. Ja, das ist sympathisch. Ja, nee. Nicht so ganz. Verbrannte Musiknoten? Okay. What? Don't scare Kitty like that. What? Please stop that. Thank you. So, Licht, Freunde, Licht. Brauchen mehr Licht. True story behind the picture of Dorian Gray. Was it true all along? Dorian Gray ist natürlich... richtig geil. Gib mir das unten. Ist nicht drin. Weiberkram. Es tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht es nur um dich und mich. Lass es uns etwas Besonderes machen. Du hast es versprochen. Ja, Pflaumi ist klar. Ich versuch's nicht. Mein lieber Freund, lass mich dir eine Frage stellen. Hast du völlig deinen gottverdammten Verstand verloren? Ich weiß, dass du mit einer schweren Zeit durchmachst. Ich verstehe das wirklich, weshalb ich mich dazu bereit erklärt hatte, dich diese Illustrationen malen zu lassen. Auch der guten alten Zeit wegen. Ich habe dir sogar ganz bewusst eine ganz triviale Aufgabe gegeben, weil ich dachte, Rotkäppchen wäre etwas, das du im Schlaf zeichnen könntest. Womit ich nicht gerechnet hatte, war dieser verrückte Zündstoff für Albträume, den du für eine gute Nachtgeschichte für Kinder eingerichtet hast. Eher friert die Hölle zu, als dass ich das benutze, und ich bereue es sehr, dass ich mich dazu bereit erklärt habe, dich im Voraus zu bezahlen. Bitte komm mal wieder klar, dein alter Kumpel Liam Brickstone, Verlagshaus, geflüsterte Geschichte. Oh. Okay. Okay. Well, okay. Okay.
Okay. What the hell? Okay. Cool. Mach das Licht an hier. Okay. Habe die ganze Nacht gearbeitet, weck mich nicht auf. Ah, Kacke. Galactics große Öffnung in Flammen, verheerender Brand im neuen Kaufhaus. Dutzende kämpfen noch um ihr Überleben. Die lange erwartete Öffnung des neuen Galactic Kaufhauses wurde eine Hölle auf Erden, als ein kabelbrandes Gebäude in Flammen aufgehen ließ. Während es dem Mehrheit der Besucher gelang, die Notausgänge rechtzeitig zu erreichen, wurden mehrere hundert unglückliche Besucher im hinteren Teil des Gebäudes von den Flammen eingeschlossen, ohne Chance darauf, den Flammen in Entfernung zu entkommen. Die genaue Anzahl der Verletzten konnte noch nicht bestimmt werden, jedoch gehen Schätzungen davon aus, dass mindestens ein Dutzend Personen schwer verletzt wurden. Der Besitzer des Galactic Wallet, Sheffield, hat bisher jeglichen Kommentar zu seinem tragischen Ereignis abgelehnt. Okay. Warte, ich kann hier irgendwas angucken. Gib mir das! Ein Ring. Und ein Bett. Ist auch ein ganz schön großes Bett, Freund. Entschuldige, konnte nicht schlafen. Das Bein hat wieder Ärger gemacht. Ich dachte mir, ich könnte genauso gut etwas arbeiten. Ich liebe dich. Ja, schon mein Charakter humpelt. Das ist mir durchaus aufgefallen. Oh, er kann sogar sprinten. Na, immerhin. Please don't. Gott sei Dank. Aber das sieht ominös aus. Also das finde ich nicht gut hier. Finde ich echt nicht gut. I don't like it. So, wo war man noch nicht? Eigentlich, ja, irgendwie hier war man noch nicht. Keller! Immer sind's die Ratten, Alter. Just stop it, please. Eine Brille? Okay. Okay, da ist jemand super schlecht in allem außer Kunst und Musik. Das ist der Top. Daumen hoch. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Violine? Okay. Ich sehe nichts, Alter. Hier ist zu. Ja gut, dann gehen wir wieder hoch. Dann gehen wir halt wieder hoch. Trockelbecher? Becher? Halt Trockelbecher. Ja, er hat bestanden, aber nicht sonderlich gut. Ja, das stimmt. Mein Herr, ich habe Ihre Werkstatt wie gewünscht nicht angerührt, wobei ich mir nicht vorstellen möchte, was für ein Chaos darin herrscht. Wenn Sie sich wirklich so sehr um den Zustand des Raumes sorgen, sollten Sie vielleicht besser darauf achten, wo Sie Ihre Schlüssel liegen lassen. Ich habe Sie zurück ins Büro gebracht, das Ding haben wir schon. Ich wünsche Ihnen dann noch einen schönen Tag. Ah ja. Ah, was? Wieso sieht ihr zu? Get it right this time. Freunde. Oh, Caravaggio. Mhm. Okay, ja. Okay, ist ihr Leben.
Ich habe es so satt, dass wir uns über diese Zettel unterhalten sollen. Um Gottes Willen, wir leben im selben Haus. Komm da raus und rede mit mir, bevor du dich schlafen legst. Da redet jemand nicht mit seiner Frau. Das ist top. Ich finde es echt schön, wie viel Detailtreue die haben. Guckt euch das an. Hier ist ja überall was drin. Boah, sehr viele Flaschen. Ist zu. Ist auch zu. Ist auch super viele Pinsel. Okay. Aber das sind alle. Die sind alle kaputt. Kaputte Pinsel. Kaputte Pinsel. Okay, ja. Okay, komm, wir tun es jetzt einfach. Es hat einen Grund, warum es verhüllt ist. Oh, dear God. Darf ich jetzt bitte hier raus? Ich darf hier raus, oh Gott. Ich will nicht hier raus, ich will nicht hier raus. So sah mein Wohnzimmer aber nicht aus vorhin. Oh, jetzt geht's los. Oh nein, why? Busch, was tust du mir an? Ja. Oh Gott sei Dank, das Licht geht an. Wenigstens das. Ha! Scheiße. No, don't do it. Don't do it to me. No, I don't like it. Please do not do this to me. So, ein bisschen zerkratzt das Bild. Fetzen von Liebe. Ich kriege die ganze Zeit Erfolge, nicht dass ihr euch wundert. Going in circle. Ich bin ein Wanderer, das ist ja schön. Merkt euch das Datum. Wünschen sich zu Vergnügen eure Gesellschaft zum Feier Trauung am Samstag, den 9. Juni in der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Vier acht fünf. Ich weiß nicht, wie das geht, Busch. I don't know. Past holds back closer. Das ist super hot. Es gibt kein Bu. Es hat kein Bu zu geben jetzt.
Never forget. Die Tür war hier vorher noch nicht da. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt, schon wieder zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts versohnt, selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Okay. I don't like the sounds. Wieso habt ihr alle immer keinen Lichtschalter? No, 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 no. That's bullshit. That's so much bullshit. I don't like it. What? Das ist ja... Oh. Ah! Fuck off! Kreischende Brandstifter, widerhallende Schreie, sie erschrecken von nichts zurück. Ich werde nicht kampflos untergehen. No, no, no! Fuck off! Fuck you, game. Just... You don't fucking do this. You do not do this. No. Da ist nichts lustig dran. Hello. It's about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. No! First step is the hardest. Wieso bin ich jetzt in der Kacküche? What? What? Thank you.
Can I leave now? Please, just let me leave. Let me leave! I don't see shit. See nix. Ich sehe absolut nichts. Ach du Scheiße, was ist das denn? First, I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. Let me leave. Was ist das für ein Scheiß? Das sind die komischen Ratten. Tief durchatmen. Denk dran, du bist ein Profi. Es sind nur die ersten Pinselstriche. Danach bist du über dem Berg. Was ist daran so schwer? Darling. No! Schnecke, danke für deine Donation. Alter, don't do it. Just do not. Do not do that. Ach ja. Ah, Schakaka. Und so. Wenn nichts Gruseliges. Scheiß! Klar ist Gruseliges passiert! Sehr geehrter Herr, während ich Ihre Wut sicherlich nachvollziehen kann und ich Ihre Frau sowie Ihnen selbst nicht als Sympathie entgegenbringe, muss ich doch jegliche weitere Korrespondenz von Ihnen zu dieser Sache kategorisch ablehnen. Ein Haupttransplantat ist eine extrem heikle Angelegenheit, von Natur aus ein gewisses Risiko mit sich bringt. Scheinen zugrunde liegt, dies vorweggenommen, kann ich Ihnen versichern, dass mein Kollege und ich vom Stand an Krankenhaus als in unserer Macht Stehende getan haben, um einen möglichst positiven Ausgang für ihre Frau zu erreichen. Ich persönlich bin der Meinung, dass wir unter Berücksichtigung der Ausmaße der Verletzung ihrer Frau das bestmögliche Ergebnis erreicht haben, das wir erwarten durften. Selbstverständlich haben sie ein Recht auf ihre eigene Meinung und ich kann ihre Enttäuschung durchaus nachvollziehen. Was ich jedoch nicht nachvollziehen kann, ist ihre Annahme, dass das Schreiben von Drohbriefen an meine werten Kollegen und mich die Situation ihrer Frau in irgendeiner Weise verbessern könnte.
Wie ich bereits geschrieben habe, kann ich sehr wohl verstehen, dass Sie derzeit einen großen Anspannung leiden, weshalb ich von einer Strafanzeige absehen werde, sofern Sie von jeglichem weiteren Kunstmuseums Abstand nehmen. Lassen Sie mich ganz klar festhalten, dass ich keine weitere Drohung gegenüber unseren Mitarbeitern, meiner Familie oder mir selbst dulden kann und werde. Für den Fall, dass Sie die Hilfe eines Psychologen in Anspruch nehmen möchten, wird meine Assistenz Ihnen die Kontaktinformationen mehrerer Spezialisten geben, die Ihnen bestimmt gerne ihre kompetente Hilfe anbieten werden, um Ihnen durch diese anstrengende Zeit zu helfen. Mit freundlichen Grüßen sowie den besten Wünschen für Ihre Frau und Sie, Dr. Med. William H. Green. Jeez. Bullshit. That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Oh, don't make me beg. Okay, also was wir schon mal zusammenfassen können, ist, dass er mit einer Frau zusammen lebt oder gelebt hat. Diese Frau ist wahrscheinlich in diesem Feuer gewesen, worüber wir gelesen haben. Denn er hat ja diesen netten Drohbrief an den Doktor geschrieben. Ich habe keinen Schatten an der Wand. Sei still. Oh, I don't want to, no. No! Warum sind hier so viele Türen? Warum brennt das da unten? Ah, Kacke! Please stop that nonsense. Thank you very much. I'm not a fan! So. Diese ganzen Bücher. Hier war ich doch schon mal. Halt! Kack! What? Oh, okay. Okay, no. No, 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 no. I'm not a fan of this bullshit. Darling! Nein! Bush, ich danke dir wirklich für deine Spende, aber Alter, ja, ich bin gerade so nicht gut drauf, Alter. Was wispert mich hier an? Hier hat mich nichts an zu wispern. Jetzt, also, warte. Das hier ist eine Stehlampe. Stehlampe. Hui. Was ist das für... Scheiß! Was? Ich bin durch... Es kann nicht rückgängig gemacht werden. Scheiße. No, no, no.
Ihr seid solche Sadisten. Was wispert mich hier an? Wer wispert? Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Aww. Aber schön, dass seine Frau gesagt hat, Alter, lass uns doch eine Katze holen. Was holt er, einen Hund? Bullshit. So. Ah! Wieso hast du Türen, wenn die immer zu sind? Ah, kack, kack, gay, gay, gay. Gay! Was? Ah! Fuck off! Fuck off! Fuck off! Fuck off! Fuck you! Fu. So. Nein, fuck you. Nein, Kacke. Goodbye. Ah, jetzt die Tür wieder offen, du willst mich doch veräppeln. Da lala, was? Mein Scheiß an. Na, auf so was stehe ich, ja. Wat? Wat? No. We do not like this. We do not like this. No. Keiner zu Hause. Dreihundert? Ja, komm gut hin. Na, das... Ha, sympathisch!
This house is absolutely amazing. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. I would like to leave now, please. Why? Is every fucking door closed? Lass mich veräppeln. Hab ich was verpasst? No. Ach so, Schlüssel. Okay. Fine then. I would like to leave, please. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Wann passiert da mal was? Ich wäre froh, wenn gar nichts passiert. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Ich traue es nicht, dich so zu sehen. Es geht dir nicht gut. Du schwitzt und zitterst die ganze Nacht. Und hier bist du nun, wie üblich, eingesperrt in deiner Werkstatt. Diese ganzen leidenden Künstler und wo hat jetzt aufzuhören? Amen, Schwester, Amen. Irgendwas wispert mich an. Ach, das hier. Stop looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Ach, Monsieur säuft. Ja, stimmt. Das wissen wir ja inzwischen schon. Hast selbst jetzt verloren alleine. Du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. Na geil.
Sympathisch. Hallala, chicken dachschnäschnädle. Goodbye, my friends. I would like to leave. Nein! Kacke! I'm going this way then. Angeregte Zwangsstörung? What? Nein! No, 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 you do not do that. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay. Ist das deine Frau? Juni, vergiss nicht. Bestimmter Hochzeitstag. Bestimmter Hochzeitstag. Ah, scheiße. Blinde Narren? Ugly. Ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. Bitte was? Verstehe ich gerade nicht. Ich bin mal kurz weg. Wer ist das gemeint, Doug? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.
Gott sei Dank, der Pip kommt gleich. Ja, ich laufe meine neuen Schuhe gerade ein. Ich laufe gerade meine neuen Schuhe ein, ja. Okay. Naja, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt weniger, das Problem ist halt, dass ich das Spiel sehr laut höre. Heißt, wenn die Mini-Sachen passieren und halt zu Situationen kommen, ist es einfach Bäm ins Gesicht. Ihr hört das Spiel ja gar nicht so laut wie ich. Das ist halt so die Sache dabei. Ich kann ja gerne mal das Spiel für euch so laut machen, wie ich es höre. Aber dann hört ihr mich wahrscheinlich kaum bis gar nicht. Warte mal, ich mach das mal echt lauter. Hört ihr mich jetzt noch relativ gut oder ist das zu laut? Weil das ist halt zum Teil einfach nur Bäm in die Fresse, ja. Und das Spiel bumst übelst mit der Psyche und das ist echt abartig. Abartig. Dann könnt ihr euch alle mit mir erschrecken und ich bin nicht so alleine. Gut. Gut, dann auf geht's. Zusammen schaffen wir das. Zusammen schaffen wir das. Zusammen schaffen wir das. Chaka! I don't want to know. I don't like it. No. 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 Ich guck nicht hin. I don't. No. Wieso muss ich immer nach unten gehen? Wie, du musst kalt duschen gehen? Wieso? Wieso? Ich will da nicht hingucken. Happening again. No. No, 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 no. Ich kann ja nicht rangehen, das ist ja das Problem. I don't know how. Thank you.
What? Yes, Spear. Ipsay. Why? Flatternde Schrecken, seid still. Konstantes Flattern fressen andere Ratten. Ihr habt auch keine Nerven. Ihr spielt das nicht selber. Das könnt ihr nicht vergleichen. Guckt euch die Scheiße mal an hier. Jedenfalls rate ich dir als einen Anwalt dazu, von jeglichen unübersichtlichen Handlungen abzusehen. In anderen Worten, mach nichts Dummes. Wir haben immer noch eine Chance zu gewinnen. Glaub es mir oder nicht, ich habe schon Klienten aufs Tier aus Scheiße gezogen als diese hier. Mach es mir... Was? Mach es nur bloß nicht noch schlimmer. Doch eine Weile und dann lass mich gegen die Gerichtsbeschluss vorgehen. Dieser Sozialarbeiter hat es definitiv auf dich abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen, dich als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann, ein kurzzeitiger Verlust der Zurechnungsfähigkeit, ein überreifer Bürokrat. Vertraue mir, das ist eine unserer besten Optionen. Wenn man bedenkt, was du alles in letzter Zeit durchgemacht hast, würde ich meinen, wir haben eine gute 50-50-Chance. Auf keinen guten Ausgang, aber nicht, wenn du weiter versuchst, alle davon zu überzeugen, dass du total übergeschnappt bist. Keine weiteren Wutausbrüche, kein weiteres Herumziehen oder noch besser, überhaupt keine weiteren öffentlichen Auftritte mehr. Du kannst deine Tochter immer noch. Punkt, Punkt, Punkt. Pip, Hilfe. 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 Do not like. No. I do not like it. Alles kack. No bullshit. Kacke.
stille Schwimmer, sie verstopfen den Abfluss. Fällen Wasser, keine Bäder für mich. Can I leave now, please? Yes, thank you. Just let me leave. Why can I not leave? I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Please let me leave. Ach, nur ein bisschen Busch. Ich danke dir nochmal vielmals, dass du mir dieses Spiel geschenkt hast. I don't like it. I don't like it. I don't. Okay, das ist in Ordnung hier. Hier passiert nicht so super viel. Ich hasse selbst jetzt verloren alle Hoffnung, so wirst immer ein groteskes Missverständnis beendet. Drunk.
selbstsüchtig. Delirious. Tür zu. Ich habe übelst Gänsehaut. I don't like it. Jetzt mach die Kacktür auf. Zu. Keine Tür, keine Tür. I don't like this. I don't like it. Ich habe echt Gänsehaut. Hey, what is that? Wait, what day is it? It's Sunday? You mean I... Oh, well, why didn't you come and get me? God damn it! You know how I get when I'm caught up in my work. Der hat den Kindergeburtstag vergessen. Daumen hoch, Freund, Daumen hoch. I don't like it! Fuck off! Sweet Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. Läuse, Mäuse, kahle, blutige Stellen, Haare, nicht meins, wo ist die Schere? Why? Nimm das Licht an. Das ist schon wieder ein Rätsel. Kann ich gehen? I would like to leave, please. I don't like it! You piece of shit! Ah, la la la!
Piece of shit! I would like to leave now, please. I would like to leave now, please. That looks nice. What is this crap? Oh, I'm sorry, princess. No, don't cry. We'll get you a new one. Or better yet, daddy's gonna buy you another dolly. So your other dollies can have a new friend. Thank you.
Ne, Pip? Geil ist es. Es fickt so mit deinem Kopf. Es ist nicht normal. Flauschige Fäsche lachen über mich, liegen still zwischen Spielsachen, kein Spielzeug erlaubt. Hier ist die Tür zu. This was a special brush, like a horsehair brush, but different. At that point, I hesitated. Will this really work? I was already halfway through, and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Please let us leave. Hallo, Kaka! I would like to go home now, please. I don't like it. Ich hasse selbst jetzt verloren alleine Hoffnung. Du bist immer alleine gewesen. Du wirst immer hoffe, ein schwerwiegender Fehler beendest. Ja, geil! Just open the fucking fuck! Of course it's locked. No. No. No! Ist gar nicht klar. Gar nicht ist klar, ja. Kacke. Du Kackratte. Komm her, du Kack-Bitch. Why is it locked?
Hab ich was verpasst? Wieso ist die Tür zu? Achso. Ja, geil. Komm her, du Kackratte! Piece of shit! Rätsel. Rätsel. Juli. Nach der Stille zu urteilen, die sich nun hier im Haus entfaltet hat, kann ich wohl gefahrlos davon ausgehen, dass er endlich das Bewusstsein verloren hat. Zweifellos umgeben von leeren Flaschen und fetzen zerrissene Leinwand, die inzwischen seine bevorzugte Bettgenossen geworden sind. Jedes Mal, wenn es passiert, bete ich darum, dass es das letzte Mal gewesen ist. Ich bete intrinsik leidenschaftlich. O Herr im Himmel, macht, dass sein Kopf aufplatzt und alles Verrottete ausläuft. Macht, dass er sich seine Handgelenke mit Glas aufschließt und die rote Galle abfließen kann. Macht, dass er seine eigenen Erbrochenen stirbt, dass wir alle Frieden finden. Denn wenn du es nichts machst, werde ich eines Tages selbst den Mut dazu aufbringen, die Treppe herunterzugehen und sein Leben ein Ende zu setzen. Du, vor allen anderen, solltest wissen, dass es nicht ein Mangel an Willenskraft ist, der meine Hand zurückhält. Amen. Das klingt aber nicht sehr gut. Das klingt nicht gut. Oh, what the fuck? Was ist denn mit Entblocken? Hä? Was? Was willst du denn entblocken? Hm.
Ach, Sedi. Leinwandkrabbler-Masse, pulsierendes Fell wie Gift zum Malen, Feuer, letzter Ausweg. Ha! Kacke! Kacke! Hey there, Princess. What? Oh, this is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that! Oh, God. Wait. I'm sorry. I'm sorry. Tja, Papa, vielleicht sollst du aufhören, so viel zu saufen, damit du dein Kind nicht anschreien tust. Ha! I will make it right, honey. I promise. I will make you right. It's hopeless. I just can't take it anymore. I might as well try to paint with both of my arms broken. Der ist schon ein bisschen krank, der Typ, irgendwie. Wieso? Geht gar nicht mehr, oder was? Ah! Just why are you doing this to me? To me? Why bullshit? Why? Why bullshit? Bullshit? Why? Why bullshit? Bullshit? Why? Why? Just fuck off. Don't like this bullshit. Bullshit! Hickory dickory dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. Poor ran down. Hickory dickory dock. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen.
I'm not sure if it's funny or merely pathetic. Probably both. Was ist das für ein Scheiß? Keiner weiß. Eine Ratte. Toll. Manche Medien spotten jeder Beschreibung, geschweige denn einer Kritik. Ein Grundwissen zum Thema ist ein absolutes Muss, wenn man auch nur versuchen will, sie zu beschreiben. Babyface ist eines dieser Gemälde. Diese Kunstanomalie zieht Zehntausende von Bewunderern des durchschnittlichen und Sonntagsscanner. Ist abstrakt in ihrem Bann. Tatsächlich sieht es aus wie ein Resultat eines aus einfachen Kunstmarathons, bestritten von einem unausgewählten Maler, der in der dunklen Kammer eingeschlossen war, von der vorspannenden Ausführung einmal abgesehen, übersteigt das Gemälde in seiner Abscheulichkeit. Aha! Ich kann das nicht benutzen. Alter. 3. Was? 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 Dombusch, was ist denn los mit dir? Was ist denn jetzt so andere heute? Was? Kann ich hier auch wieder was sehen? Ja, okay. Oh, genagt. Keine Macht den Drogen und so. Muss ich das erst nochmal machen? Echt? Das ist ja blöd. Nehme ich gar nicht, was ist das für Scheiß? Okay.
Okay. Maybe this time. Tür. And now what? Du auch, Pip, du auch, ja. It solves nothing. It never has. It never will. Alter, mach keinen Scheiß jetzt. Das ist blöd jetzt. Okay.
You deserve this. All of it. All of it. All of it. Okay, then I would like to leave now. Why is the door always closed? Fuck you, little shit. Karte kennen wir schon. Kennen wir auch schon. I needed something to add the, how should I put it, final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep, almost burned it. Will I manage to pull this off? Let's just go home, please. Was steht da? Ich habe dich gehasst, selbst jetzt. Du musst es spüren, verloren an deine Hoffnung, sondern endlich verstanden. Du wirst immer den Kern der Wahrheit. Es gibt immer noch einen Ausweg, beende es. Noch viele Äpfel. Warum sind hier so viele Äpfel? I don't know. Es war immer ein Mann voller Passion, doch dann geriet seine Frau aus der Passion. Ihr Gesicht war eine Qual, sie wurde ihm egal. Sie hasste den Mann mit Passion. Nett. Care to tell me how it got in my workshop? Stop lying! We both know it couldn't have gotten there on its own. Darling! Babe, how are you? Die arme Ratte? Nee. Ah, toll. I'd like to leave now, please. Don't like this shit. Das sieht doch toll aus. Let's go. Into the abyss we go. To see the fishy show. No, 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 no. No. Nope. Bullshit. Just open the fucking door. Open it. What's this shit? Okay, what? What the fuck? What the actual fuck? Thank you.
Ernst? Was? No! No, 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 no. You don't do this shit! No, 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 no. You do not do this shit. You do not do this shit. No, 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 I do not do this shit. Wir machen kein Ouija-Board, kannst vergessen. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty. Everlasting, immortal. What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Komm schon, wir wollen zu seiner Frau. Thank you.
Someone had to bear witness. I couldn't just look at my own work. Art and the artist needed an audience, a critical eye on things. I knew what I had to do. I gouged it, scooped it up like ice cream, felt like a butcher, a monster, but at least there was to come something beautiful from all this. What the heck? I want to leave, please. Don't fuck with me. Please do not fuck with me. Sehr viele Teddybären rum. I simply do not like. No. Kann ich hier irgendwas machen oder was? I don't like it. I do not like. No, I do not like it. Because it's so much bullshit.
irgendwas fehlt mir doch. Ich mag Rätsel nicht. Shit off! Ich will auch an den Strand. Ich habe dich gehasst. Ich glaube, selbst jetzt noch, ich könnte noch immer, ich weiß, wie du dich fühlen musst, verloren an deine Hoffnung. Wahrscheinlich verdienst du das. Das einzige Ding von Wert, das du jemals begehrt hast, du wirst es nie zu Ende bringen. Yes! That's it!
It's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What is this? I don't understand. No. Stop it. Please. Oh, so close. This time, I almost had it. Scheiße. Alles übelst kaputt. Ich muss jetzt hier drüben rein. Da vielleicht. Ist absolut gar nichts dran. Was ist das hier? Ist zu, aber ich hatte einen Schlüssel für irgendwas. Durchatmen, denk daran, du bist ein Profi, es ist nur der erste Pinsel, dann hab ich was zu werden weg. Ich weiß, wie viel muss verloren allein wahrscheinlich verdienst du das. Doch selbst für dich gibt es noch einen Ausweg, einen Weg, um alles zurückzubringen. Das einzige Ding, von wer das du jemals wirklich begehrt hast, finde es. So, Freunde.
Ich meine, die Story von dem Ding ist eigentlich wirklich Bombe, ja. Muss man sagen. Es ist Bombe. Ist wirklich gut. Aber Alter, es war nicht schön. Es war nicht schön. Oh. Pip, du hast die schlimmsten Erschrecker eigentlich voll verpasst. So schlimm war das gar nicht. Hm. Gar nicht schlimm. Scheiße war's. Oh. Die Story ist aber geil von dem Ding. Also ich muss sagen, gerade wer sich sowas einfallen lässt, ist es super umgesetzt. Keine Frage. Ist richtig gut. Aber alter Falter. Ja, ich kann's auch. Aber ich habe halt nur die Demo gespielt, also ich hab's nicht komplett durchgespielt. Von daher war es halt ganz schön, mal das Ende zu sehen noch. Beziehungsweise viele Sachen waren halt einfach auch anders, ja. Fand ich geil. Danke, Celie, Darling. Ach, Dornbusch, du hast einfach gar keine Nerven, weißt du? Also das ist irgendwie... ich Nervenbündel, also ist furchtbar. Furchtbar. Oh Gott. Oh Gott. Nö, nö, nö. Don't like it. Was not nice. Was, ohne einzuschlafen? Dark, du hast aber auch keinen Geschmack, oder? Summa kenne ich schon, Summa habe ich schon durchgespielt. Aber Summa ist geil. Summa ist ein super geiles Spiel. Oh Gott. Was ist das? Was ist denn das hier? Warum steht denn das da? Warum steht denn da? Bring es zu Ende! Was ist das hier? Vergiss es, Alter. Vergiss es. Vergiss es. Vergiss es. Ich spiele es nicht normal. Ne. 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 Vorbei. Abbrechen. Ich bring gar nichts zu Ende. Ist vorbei. Ne. Nicht normal. Mm-mm. Ne, 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 ne. Nicht nochmal. Heute nicht. Also ich tue das heute nicht nochmal an. Ist vorbei. Das war's. Das war's. Kitty ist fix und Foxy.
Kitty legt sich gleich in ihr Bett. Beim Tür, ja. Das haben immer die Leute, die sagen, die hier, ne? Die nur zugucken, ne? Das war das Ende, Dark. Es gibt nur mehrere Endings. Es gibt nur leider mehrere Endings. Oh Gott! Ich habe Windows 7, ich weiß nicht, ob das da hilft. Aber also, du willst mich durch alle Horror-Sachen durchquälen, oder wie? Ist ja furchtbar. Gibt's bestimmt einfach bei Steam einen Horror und dann guckst du, was am meisten Horror hat und dann... Ne. Ich bin kaputt. Kitty ist kaputt. Kaputt. Man kann bei dem Spiel halt noch alle möglichen Sachen sammeln und dadurch kriegst du dann verschiedene Endings oder was. Ich habe irgendwie das schlechteste Ending gekriegt, glaube ich. Zieh dir auch rein, gute Nacht. Schlaf schön. Oh, Bullshit, das klingt aber schon böse. Ich hab schon mal gesehen, bei wem anders. Das ist ja auch ein bisschen älter. Soweit ich weiß. Oh Gott. Unbefriedigt! Ich bin fix und fertig, meine Nerven sind hier unten. Ich gehe auf Toilette. Guck mir Katzenbabys an. Aber nicht auf Toilette.
Ich denke, ich werde jetzt Schluss machen für heute. Vielen Dank nochmal für die schönen Spenden. Auch wenn es mich noch mehr aus dem Konzept gebracht hat als alles andere. Das war nicht so schön. Aber ich guck mir jetzt irgendeinen entspannten Film an. Und ja. Wie meine Nacht wird? I don't know. Ich lasse mein Licht an. Schnapp mir mein Kuscheltier. Und dann gib ihm quasi. Nein. Ich hoffe, ich werde gut schlafen. Wenn ich Albträume haben werde, wird das Konsequenzen haben. Nein, keine Ahnung, Alter. Furchtbar. Fix und Foxy. Ich sag's euch. Fix und Foxy! Kaputt. Kaputt. Einfach nur kaputt. Aber danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, keine Ahnung.